Hoher Sachschaden entstand am späten Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr beim Ausbruch eines Feuers in einem Wohngebäude in der Fichtenstraße. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, soll der Keller des Gebäudes vollständig ausgebrannt sein. Rauch drang durch die Fenster und das Treppenhaus auch in die oberen Etagen. Nach ca. 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte, die mit 8 Fahrzeugen angerückt waren, Feuer ausmelden. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung dürften auch die übrigen Etagen derzeit unbewohnbar sein. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf 300.000 bis 500.000 Euro beziffert. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in die Abendstunden hin. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.